Hallo ihr süßen Puppis und willkommen zur allerletzten Nutten-Nachlese der 13. Staffel von GNTM. Natürlich wieder mit meiner guten Freundin Hi, Gitti Reinhardt. Hi heißt sie nicht. Wir sind im Finale. Ein großes Tohuwabohu in Duisburg, Düsseldorf. Düsseldorf in der Flatz-Flatz-Arena dieses Jahr. Heidi hat ein tolles Fransen-Outfit an. Thomas Hayo und Michael Michalski sind auf Koks. Ja. Ja. Michael Michalski ganz doll aufgeplustert. Der hat sich nochmal General überholen lassen. Schön durchgeboostert. Ja, richtig schön. Dann ein großes Spektakel. Hans Klock ist da. Der hat Heidi gezaubert. Ja. Aus einer Tüte Chips wurde Heidi Klum. Ja. Wahnsinn. Und dann flog sie auch an die Decke direkt. Und aber Heidi ist heute nur in 2D. Also die ist heute auch von Hans Klock in 2D umgewandelt worden. Der Drucker hat nicht mehr hergegeben. Ja, richtig. So, und dann war eigentlich auch schon Werbung. Oder war dann, vier sind im Finale. Genau. Ist jetzt egal wer, werden wir noch mitbekommen. Dann war schon Werbung. Und dann in der zweiten Werbepause, sag ich schon, im zweiten Teil, war das große Drag Queens Special. Ja. Erzähl mir was dazu. Die Drag Queens sind ja irgendwie von überall hergekommen. Also wir hatten irgendwie, ich konnte sie jetzt nicht alle zählen, aber sehr viele aus Amerika sind auf jeden Fall dabei, aus verschiedenen Staffeln, auch Teile von was denen. Was für Staffeln? Du musst erklären, was für Staffeln. Ach Gott. RuPaul's Drag Race, das hast du noch gar nicht gesagt. Achso, RuPaul's Drag Race, soll ich jetzt erklären? Nein. Gut, und Deutsche. Deutsche Mädels, ja, irgendwie auch von überall, aber viele aus dem Raum Köln natürlich. Ja, aber auch aus Berlin. Und, ja, stimmt, also, bekannte Gesichter aus Berlin, die waren Karussell aus Berlin. So, und dann haben die Models, die vier Nutten haben dann einen Walk mit den Drag Queens gemacht. Das war ganz, also... 1:1 kopiert von den Abschlusswalks von Drag Race. Oh ja, okay. Also die kompletten Choreografien und mit diesem Rumlaufen und Kameraschwenk und es war alles kopiert. Ja, gut, alles kopiert. Da mussten sie sich nichts Neues ausdenken. Ja, die haben das einfach nur ein bisschen RuPaul geguckt und haben einfach den Choreografen gesagt, ja, los. Und dann haben sie die ganze Sequenz aber eröffnet damit, dass Heidi schauspielern musste, weil dann war Heidi gerade im Gespräch mit Olivia Jones im Publikum. Der große bunte Mann, hallo. Und, das war nicht Lilo Wander? Nein, das war nicht Lilo Wander. Sie kommen nachher noch. Die wird aus der Mottenkiste rausgeholt. Und dann haben die irgend so ein gezwungenes Smalltalk-Gespräch gemacht. Und auf einmal klingelt es so. Und dann hört im man Ohr. So in der Arena eine Bestellung für Heidi Klum. Da sagt Heidi so, oh, warte mal, Olivia. Mein Kokain ist da. Genau. Und dann geht es hinter die Bühne. Und dann wartet ein Paketbote. Da hat sie dann gesagt, der Laster aufgegangen. Ja, und da hat sie aber erst gesagt, hat sie geschauspielert. Hat gesagt, das ist jetzt aber gerade gar nicht so gut. Na gut, ich unterschreibe mal. Aber du hast mich gerade mitten in der Live-Sendung gestört. Und dann ging der Laster auf. Und dann kamen die ganzen Transparenz. Sind daraus mit den Models. Gequollen. Und das war eine ellenlange Shownummer mit den größten Hits der Gay-Szene. Also von RuPaul. Katy Perry, RuPaul, Lady Jaja. Also alle großen Hits waren mit dabei. Das hat Stunden gedauert. Cully Mignu, genau. So, und ich muss sagen, das war ganz, ganz schlimmes Pinkwashing. Da wollte ProSieben mal wieder irgendwie zeigen, wie queer sie sind. Und da haben sie hinter auf dem großen Screen war dann noch One Love. Love Wins haben sie da noch hin. Also, ich hätte schon Regenbogenflagge. Kotzen können. Aber gut, ist halt ProSieben. Und Hintergrundinformationen zu den Drag Queens, das müssen wir natürlich auch noch sagen. ProSieben hat, und wir wissen das aus sicheren Quellen, weil viele Drag Queens hier aus Berlin wurden angeschrieben, um da mitzumachen. ProSieben wollte für diesen Auftritt der Drag Queens keinen müden Cent Gage bezahlen. Und da sagen wir einfach mal, ProSieben, schäm dich in Grund. Mustache. Lips. Platz. Bei Jurassica Parker. So, dritter Teil. Was war denn? Wir haben noch gar nicht den neuen German Sex Topmodel Personality Award besprochen. Da kann man nämlich jetzt die Ausrangierten, die Resterampe der Models, kann man jetzt nämlich nochmal in so ein Voting reinholen. Genau. Für the best personality, das ist so eine Plexiglas-Silhouette von diesem Mädchen, Logo. Von dem Logo, hat Heidi Klum in Heimarbeit mit ihrer Laubsäge ausgesägt zu Hause in Los Angeles. Oder wahlweise auch mit ihrem Laserblick. Oder mit, ja genau.
könnte auch sein. Ja, ich meine, gut, finde ich wahnsinnig albern. Und da haben wir dann nochmal einen Rückblick gesehen, die ganzen Personality Award-Kandidatinnen, nochmal ihre schönsten Momente und warum man für sie stimmen sollte. Kann man irgendwie, soll man da anrufen? Oder ja, 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 du sollst ProSieben natürlich noch mehr Geld in die Hotline-Rachen schmeißen. Genau, genau. Und auch wieder ein Konzept, was natürlich von RuPaul's Drag Race geklaut worden ist. Ist mir doch scheißegal mit deinem scheiß RuPaul's Drag Race die ganze Zeit. Eben noch verkündet wurde, dass ja die letzte Teilnehmerin von Team Thomas rausgeflogen ist. Christina ist rausgeflogen. Ach, ja, stimmt. Das heißt, komplett Team Schwarz ist jetzt passé. Deshalb ist die Reste-Rampe der Travestie von Thomas Hayo, sind alle Mädchen nochmal auf den Laufsteg gerannt und mussten zu sehr langweiliger Musik von Shawn Mendes gerade in einem Medley rumhüpfen von und tanzen. Dem ich noch nie vorher gehört habe. Wir sind ja DJs, wir kennen ja alles. Wir kennen ja alle Songs, ja. Und dann habe ich ins Publikum gerade gefragt, ich habe rausgehört, wer denn Shawn Mendes kennt. Da kam natürlich gleich von vorne, von dem schwulen Tisch, kam gleich, ja, der hat einen total großen Penis. Ja. Habe ich mir gleich mal googeln lassen und der hat jetzt, ja, er hat jetzt Penisbilder von sich im Internet. Leider könnt ihr dieses Penisbild nicht sehen, weil es ist jetzt da oben gespeichert, aber wir können es jetzt nicht. Ich habe ihn auch gesehen, aber wer weiß, wessen Körper das war. Ich glaube, anhand der Tattoos, das war bestimmt wieder Justin Bieber. So, und jetzt ist schon wieder Werbepause und dann geht's weiter mit irgendwas anderem Belanglosen. Wir haben noch fast 3 Stunden, müssen wir hier noch absetzen. Es wird wundervoll. Fantastisch. Wir sind in der nächsten Werbepause. Gitti, wie lange noch? Anderthalb Stunden mindestens, 2,5 Stunden. Aber vorhin im Publikum, als ich dann gesagt habe, es geht noch 3 Stunden, an einigen Tischen wurde geraunt. Die wussten das auch nicht, wie lange das heute geht. So, wir haben jetzt gerade gesehen, es wurde der Personality Award verliehen. Ja. Gewonnen hat... Claudia mit K. Das K steht für Kacke. Sie hat ein riesiges Kack-K auch hinten gehabt. Und dann hat die Claudia mit K hat sich eine Dankesrede vorbereitet, einen ganzen Block voll geschrieben. Das war so kariertes, mini-kariertes Papier vorne und hinten beschrieben, ohne Pause und Komma. Genau. 4 Seiten mindestens. So, und dann hat sie angefangen, sich zu bedanken bei ihrer Familie, bei ihrer Mutter und bei allen. Und sie unterstützt und wir sind alle eine große Familie und bla. Und wir haben immer auf den großen Knüller gewartet. Wann kommt denn jetzt der Knüller? Ist sie lesbisch? Ja, oder hat sie einen Penis oder und drei Brustwarzen. Irgendwas, aber es kam nichts. Und irgendwann sah man dann schon, Heidis eisiger Blick wurde immer eisiger eingefrostet. So ja. Und dann sagte sie irgendwann zu Claudia mit K, jo, Claudia, wir müssen jetzt langsam Schluss machen. Ich höre gerade von der Regie. Da sah man schon, hinter der Kamera stand alle so... Der Knopf aus ihrem Ohr ist rausgeplöppt und dann kam so eine Qualmwolke schon raus. Und dann hat man gesehen, aber Claudia mit K hat dann gesagt, oh nein, Heidi, das ist mein Moment. Leid, aber ich muss jetzt noch was ganz Wichtiges sagen. Was hat sie dann noch Wichtiges gesagt? Dass man an sich selber glauben soll. Dass jeder an jeden glauben soll. Oh. We support you and ja, you support bla, me. Bla, bla, bla. Und dann hat Heidi hier hinten schon, hat man mal gesehen, sie hat hier schon so hinten immer so reingepiekt, ja? Mit so Tasern, ja? Die hat reingetasert. Ihre Hand abgeschraubt und dann war so direkt so eine Stichflamme, so ein Schweißbrenner hat sie da hinten reingerammt. Also es war wirklich... lustig. Peinlich, wahnsinnig. Ja, also fremdschämende Lust. Und der Claudia mit K hat also jetzt diesen wundersüßen, schönen Plexiglas-Award. Den kann man ganz hervorragend dazu benutzen, wenn die Balkontür immer wieder zuschlägt, dann kann man die Balkontür mit aufhalten. Super. Zu Hause. Finde ich super. So im Sommer, wenn dann immer wieder so... Immer so Wind halt ist. So, und dann war... So, dann haben wir gesehen, die größten Herausforderungen der vergangenen Staffel, die gefährlichsten Shootings und Challenges. Und da kam auch dann das Vertical Walk... der Vertical Walk Walk. Ja. Walk, Fashion Baby. Vertical Walk, den ja keiner geschafft hat. Und dann hat sich die Heidi ausgedacht. Diese ausgefuchste Heidi hat sich ausgedacht. Dann lassen wir doch noch mal die Models heute live auf der Bühne den Vertical Walk machen. Und dann ging die Bühne auf. Und dann war da eine riesige Wand. Und dann liefen die da runter. Und eines fast abgerutscht. Eines fast abgerutscht. Und das waren zum Glück nur 3 Nutten, die das machen mussten. Ich habe echt befürchtet. Die Top 3 waren das. Ach, das waren die Top 3. An die 3, um die es noch geht. Mensch, ach, das waren die Top 3. Das habe ich jetzt wirklich... Wir sind übrigens im Finale. Das habe ich echt jetzt wirklich gar nicht... Ach, das waren... Die sahen schon wieder so anders aus. Und die hatten alle so... Michael Jackson-Kostüme. Ja. Außer die Toni, die fast abgekackelt, die hatte diese schöne Stahlwolle-Pads, womit man so Töpfe ausschaut. Pfannen, auch so Pfannen, ja. Wo Bratkartoffeln anbraten, Rotkohl im Jahr. Und die hat aber den Walk ganz schön verkackt.
Exakt. Das war, und da ist ja jetzt unsere Theorie, dass die als Strafe bei der nächsten Staffel nochmal mitmachen muss. Ja. Und hinten natürlich im Backstage die ganzen Töpfe sauber machen. Ja, das wird wahrscheinlich so sein. Ja. So, es ist wahnsinnig langweilig. Nächste Werbepause. Nein, nächster Teil nach der Werbepause. Gitti, wer ist jetzt beim Vertical Walk rausgeflogen? Die Pia, die Maite Kelly quasi, die dicke die Blonde. Die dicke Blonde ist raus. So, und dann? Was war dann? Dann war eigentlich nicht mehr so viel. Rückblick. Ach nein, pass auf. Michael Michalski ist dann ins Publikum gegangen und hat zu der Fankurve und hat dann noch so Leute interviewt aus den Familien der Teilnehmerinnen. Und ich muss wirklich sagen, das habe ich auch vorhin gerade vom Publikum gesagt, ich habe mir schon lange nicht mehr so sehnlichst eine Bombendrohung gewünscht wie in diesen Momenten. Wo ist der Terrorismus, wenn man ihn mal benötigt? Jedenfalls nicht bei Heidi Klum. Nicht bei Heidi Klum. Das war natürlich jetzt Satire. Jetzt bitte keine bösen Kommentare jetzt schon wieder drunter. Verdammt nochmal. Um das Ganze aufzulockern, ja, habe ich eine gute Freundin wieder gefunden, die Heide Lore. Ach, die Heide Lore ist wieder da. Na, sag doch mal was, Heide Lore. Hallo. Du musst die Klammer wieder benutzen. Warte mal. Hallo, ich bin die Heide Lore. Hallo, Heide Lore. Du siehst immer aus, schnupperst immer ein bisschen. Flotz. So, dann ging es auch direkt in den nächsten Walk. Und das war die beiden übrig gebliebenen Dünnen sind Toni und Marshall, die sind übrig geblieben. Und die hatten dann einfach mal so Engelskostüme und wieder bei RuPaul's Drag Race geklaut. Courtney Act hatte das schon in ihrer Staffel gehabt. Riesige Wingsflügel und die sind dann aufgegangen, danke Gitti. Genau. Und dazu hat gesungen Rita Ora. Rita Ohrwurm hat ihren schönen neuen Song. Girls. Girls. Und sie hat ein tolles, sehr, sagen wir am besten aus von allen. Und dann, haben wieder alle gesagt von der Jury, die sind mittlerweile auf dem Jury-Sofa, sind sie schon bei der sechsten Line Koks. Man merkt es denen auch ein. Ach, Heidi hat ja noch so ein Fauxpas sich geleistet. Und dann, als die Blonde raus ist am Anfang, also jetzt dann sagt Heidi so zu Thomas Hayo, na Mensch, das ist ja doof, dass jetzt nur noch welche von Michael da sind. Aber war die ja auch von Michael, die Blonde, die raus muss. Und dann sah man es bei Heidi so rattern und irgendwann fiel der Groschen runter, macht das Kaling. Und dann dachte sie, oh, jetzt das Koks wirkt jetzt. Und dann hat sie noch gelächelt und dann war es ja peinlich. Ja, sehr peinlich. Sehr peinlich. Naja. Und dann haben sie ja auch noch im Backstage rübergeschaltet. Es war auch wahnsinnig langweilig. Ja, und dann machen die da Werbung für physische Tonträger. Ich meine, der Zuschauer von heute, die sind 13, die wissen gar nicht, was eine CD ist. Ich weiß nicht, was eine CD ist. Aber gut, ich meine, Rebecca Mir ist sowieso das größte. Darf ich nicht sagen. Wer? Rebecca Mir, die Backstage-Moderatorin. Die hat doch bei Topmodels auch mitgemacht und moderiert jetzt leider TAF. Ach ja, die ist nachgeschobene Gewinnerin gewesen, weil die andere sich rausgeklagt hat. Ich erinnere mich. Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht so genau. Gut, und jetzt sind noch zwei drin. Die haben diesen Walk mit den Flügeln und jetzt ist die große Entscheidung wahrscheinlich jetzt schon. Nee, nein. Jetzt kommt ja noch das Live-Fotoshoot. Oh. Heide Lore, du bist ja auch wieder da. Hallo, Heide Lore. Na, moderier doch mal an. Hallo und herzlich willkommen bei Germany's Next Topmodel Nippen Nachlese. Ich bin Heide Lore. Heide Lore. Ja. Heide Lore ist auch wieder da. wir haben jetzt gerade gesehen, die Live-Fotoshoot. Es gab das super Live-Fotoshooting mit Vincent Weiss, irgendeiner Schlagereule, die anscheinend bei homosexuellen Minderjährigen sehr beliebt ist. So ein ganz junger Mensch. Mit keinem Penis haben wir gehört. Und dann wahnsinnig langweilig. Und die Fotos, die haben die in eine Kulisse gesetzt. Mit Bäumen und Parkbänken und Laternen, total romantisch. Und was sieht man? Die Fotos waren wie von einer schwarzen Wand fotografiert. Ja. Also, naja, gut, egal. Da haben sie sich diesen komischen Rankin wieder eingeflogen. Diesen komischen, der hat sowas Pädophiles, finde ich. Der hat sowas Übergriffiges. Der versteht sich auch sehr gut mit Thomas Hayo, hat man schon gemerkt. Wahrscheinlich haben die beide zusammen so einen privaten Fick-Club, wo die immer hingehen. Na gut, egal. So, und dann sind jetzt die zwei Finalistinnen, das ist immer noch nicht raus, wer gewonnen hat. Dann wurde nochmal beweihräuchert, wie toll doch beide sind. Ja. Und belangloses Scheiße und Gequatsche minutenlang. Rückblicke natürlich nochmal. Da hat man nochmal das aufgewärmte Rotzzeug gesehen der letzten 16 Wochen.
Und der letzten 2 Minuten. Ja, so, dann wurde nochmal zu Rebecca Mir in den Green Room geschaltet. Da saß sie zwischen allen knöchrigen, ausrangierten Models. Knusperecken. Und dann hat sie da auch nochmal gefragt, wie das doch alles jetzt war und wie sie sich fühlen. Und die sind alle gerade aufgewacht und haben keine Ahnung, worum es geht. Die wollen ja auch nur noch saufen. Die warten ja auch nur, dass endlich vorbei ist. Maite Kelly hat sich auch zurückverwandelt in Maite Kelly sofort. Ja. Die sah auch sehr folkloristisch. Die hat so ein Dirndl jetzt an irgendwie, warum auch immer. Schlafdirndl. So, und jetzt ist wieder Werbung und dann ist hoffentlich endlich die Entscheidung. Dann möchte ich auch bitte nach Hause gehen. Pff, ihr Mäuse, ich bin gerade ein bisschen emotional. Bevor wir jetzt sagen, wer gewonnen hat, aber weißt du, wieso jeder, wer hat gewonnen? Toni. Toni hat gewonnen. So, das reicht jetzt auch. Und ihr Mäuse, hier sind Blumensträuße, weil ich habe heute kundzutun, dass das mein letztes Mal Nutten gucken war. Und auch mein letztes Mal Nutten nachlesen. Ja. Bitte, es war sehr schön mit dir. Du warst wirklich über mehrere Jahre meine Co-Moderatöse hier beim Nutten gucken. Die Supersouflöse. Die Supersouflöse. Und auch hier bei der Nachlese halt auch sehr, sehr, sehr oft mit dabei. Gitti, vielen Dank dafür, mein sehr, Schatz. Sehr gerne. Und das war auch ganz toll, dass ihr immer mir gefolgt seid. Kurze Erklärung, 10 Jahre reichen mir und ich habe das Gefühl, ich bin rausgewachsen. Mich begeistert diese Sendung einfach gar nicht mehr und dann soll man auch aufhören. Und dann ist das halt einfach so. Ja? Und von daher schön, dass euch das alles so gefallen hat. Und ich mache auch ganz viele andere Sachen. Und da kommen einfach auch neue Sachen. Von daher, muah, dicken Kuss, ihr Mäuse. Schön, ich liebe euch. Bye! Sharing is caring.